Was macht denn die Mieze da bitte schön? Okay, zuerst mit der Feline sprechen, alles klar. Naviru möchte flirten. Eine Wache. Ach, das ist ein Muster am Auge. Ich dachte, was ist denn das für ein Pirat? Hat er zwei Augenklappen? Bei meinen Schnurhaaren. Du riechst genau wie unser verehrter Miauster. Kennst du ihn, Tatze? Verstehe. Es scheint, als sei es länger her, dass er diesen Ort verlassen hat, als ich dachte. Dies ist verbotenes Land für deine Leute. In der letzten Zone wartet ein Miaunster mit unvorstellbarer Macht. Nur jene, die die nötigen Prüfungen bestanden haben, dürfen ab hier weitergehen. Ein Katzenversprechen zwischen ihm und mir. Prüfung? Zone 1 Prüfung. Erlege die Ziel-Miaunster. Du musst geschickt beweisen, wenn du die nächste Zone erreichen willst, Tatze. Ach du Schande. Scheint, als müssten wir die Herausforderung annehmen, um weiterzukommen. Stört uns ja nicht, stimmt's, Paterin? Oh Gott. Guck dir die Karte an. Zack, 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 zack. Guck dir die Minikarte an. Zack, 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 zack. Hau, 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 hau. Okay. Mit Mini-Prüfung meint er da die Kleinen da. Oder wie? Die kleinen Scheißerchen. Ah, okay. Schnell finde ich ist hier nicht, weil ich denen noch nicht begegnet bin, wenn die rote Kriegsbemalung haben. Der kennt den noch von der letzten Familienfeier. Der hat ihm immer blöde Witze erzählt. Deswegen hat er dem jetzt eine voll abgeräumt. Skrush. Ich wollte schon sagen, also ich hätte mich jetzt schwer gewundert, wenn er nicht umgefallen wäre. Einwandfrei. Also, ne? Also gut, es fängt jetzt klein an. So, wie ist es denn mit den... Hier, Trank. Ach, ein Kululi. Nee, ein Kulukutku. Oder so. Ähnlich. Es steigert sich. Es steigert sich. Also von hutzlig zu knuffelig zu lecks mir morsch. Ach, da ist auch noch Ungeziefer dabei. Thank you.
mich im Visier. Du Frechdachs. Sich an seinem Steinchen festhält. Guck mal, wie er sein Steinchen anguckt so. Mein Schatz. Quatsch. Okay. Er zieht aber ganz wenig ab.
Wieso machst du einen Kraftangriff? Gegenangriff macht sie jetzt, ne? Konter, ja, genau. Nicht so der Brüller, aber immerhin. Und die falsche Waffe. Knochenschmetterer. Jo. Nicht am Sabbern, oder? Aber ich glaube, Gehirnerschütterung hat er mindestens. Ja, so richtig nach Sabbern sieht es nicht aus, aber er scheint angeschlagen. Wow. Quick. Von hinten hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gewusst, was das für ein Vieh sein soll. Oh, ich habe vergessen, sie zu heilen. X. Die sind alle auf mich toll. Hab ich Blumen im Haar oder warum wollt ihr Viehkram was von mir? Autsch. Rache! Uiuiuiuiui. Oh, danke, danke, danke. Das ist aber sehr freundlich. Richtig cool. Merci. Dafür, dass ich mich nicht um sie gekümmert habe, macht sie jetzt aber einen anständigen Job. Wie der auf einen zurennt.
die Schwammattacke. Wieso abgeht? Mahlzeit. Schon kurz, also er sieht schon so aus, als hätte er keinen Bock mehr. Er macht jetzt aber... Macht er eine Kraftattacke? Keine Ahnung. Also er sieht nicht nach Schnelligkeitsattacke aus, aber ich werde trotzdem mal... Oh, Kraftattacke macht er doch. Sie hatte den richtigen Riecher. Fuiba. Oh weh, da bin ich ja mal gespannt. Was bist denn du? Oh, ein Astalos. Möchte ich das wirklich tun? Nee, nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Boah, mit was fängt denn der an? Ich glaube, der fängt mit Technik an. Schwachpunkt Elektro. Das ist ein Elektrovieh. Der Astalos ist ein Elektriker, ein Stromer, soweit ich weiß. Ja.
410, meine Güte. Der rotzt da richtig was weg. Okay. Boah, jetzt macht er aber was anderes, oder? Geht er jetzt auf Kraft tatsächlich? Ich weiß es nicht. Die anderen beiden machen zwar eine Geschwindigkeitsattacke, das will aber nichts heißen. Die sind schließlich beide. Auf Geschwindigkeit gepolt. Ich werde es einfach mal durchtesten. Ja, sehr gut. Ja, geil. Oh, oh. Shit, shit, shit. Grab nur was einmal. Scheibengleis, ich hab dir die eingeschenkt. Und dann rutscht mir auch noch der Controller vom, vom Schoß. Krass, 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 krass. Heieieiei, man muss schwer aufpassen hier. Denk dran, nur trinken, wenn gerade nichts ist. Merci. Sehr freundlich. Ja. Aber mit dem Stromstecker gezogen. Jetzt müsste eigentlich wieder normale Technikangriffe machen. Ja, also wenn man den Plan vom Vieh hat, dann... dann okay. Ansonsten... Andererseits ist es sehr aufregend, wenn man wirklich wieder irgendwas Neues entdeckt. Ne? Also es ist ein ganz neues Monster trifft oder so. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Aber hier scheint... ich weiß nicht, ob die sich zurückziehen, für ein Nest frei zu machen. Eher nicht. Ne? Ich glaube, der Gag an der ganzen Sache ist hier tatsächlich, die überhaupt erst zu plätten. So, wo kommen wir denn da hin? Achso, hier geht's nirgendwo mehr hin. Auch kein Loot und so, oder? Nee.
Ich würde nicht denken, dass hier tatsächlich eine Verbindung wäre. Ich glaube, ich sollte dann doch da hinten rum, um den noch abzugrasen. Der Stinky da. Der war beim ersten Mal richtig schwierig und ab dann immer schnell Finish. Also beim ersten Mal war er richtig knifflig eigentlich, ne? Und er ist ein Stärke-Monster-Team. Das heißt, ich werde gleich meinen Tweety da einsetzen. Weil er ist ein bisschen schwächer als Tweety. Ist er doch, oder? Stromer ist er. Nee, komm. Nimm mal Tweety. Und der hat ja eine Wahnsinnsverteidigung da, der Riesenbrocken, ne? Also von daher, das wird nicht einfach. Den hier. Vielleicht bringt es ja doch was, wenn der dem ein bisschen unterm Hemd britzelt, dass er vielleicht doch eine Lähmung dem verpasst. Das wäre eigentlich gar nicht mal so ungeil. Das sieht nicht so aus, als würde er dem wirklich viel abziehen, obwohl es tatsächlich eine gute Attacke mit dem Hammer war. Ah ja. Dieses Gekrissel da. Allein für die Attacke ist die Sicherheitswarnung am Anfang des Spiels da. Boah. Da kriege ich Augenschmerzen, wenn ich mir das angucke. Oh. Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Oh, diesmal bin ich gewappnet. Und schon wieder Kinship, Leckfett. Tweety, meine Güte, ich muss mich ja wirklich ganz dolle lieb haben, ha? Dass das so flott hier ist. Ah!
Also das ist hier aber auch ein bisschen viel, ne? Also hier sind noch zwei und unfassbar nah beieinander. Das ist so, das verheißt nichts Gutes. Dann kann ich hier doch speichern, denke ich doch, und dann kann ich später da weitermachen, weil das wird wahrscheinlich ein bisschen zu was verlassen. Okay. Das wird ein bisschen zu viel, würde ich doch mal vermuten. Jetzt noch die alle so hintereinander. Puh. Das wird ein bisschen happig. Habe ich noch ein bisschen Loot hier zu greifen? Nee, du. Ist alles mehr so. Mwah. Ich glaube. Bei dem Dicken habe ich noch nicht alle Waffen ausgetestet. Ach nee, bei dem. Oh, ich kann aber keinen Schnellfinish machen. Das wundert mich jetzt aber doch ein bisschen. Das wird ja als Test wird es ja hier veranschlagt, ne? Vielleicht deswegen. Boah, zieht der dem ab. Er schüttelt sich schon. Er schüttelt dich und rühmt dich. Ja, ab geht der kleine Hutzel. So, wie geht's uns? Ja, minimal. Ja. Gut. Wo sind wir?
Aha, schon mal einer, guck. Du bist ein Wasservieh. Du bist empfindlich gegenüber Strom, würde ich doch meinen, oder? Bip. Der ist der Einzige, der gegenüber Strom im Wasser empfindlich ist. Er ist aber selber ein Stromer. Das ist jetzt natürlich doof. Das ist jetzt richtig doof. Die heben sich sozusagen gegenseitig auf. Allerdings ist sie, glaube ich, sie fängt auch mit Technik an. Ja, sie ist ein Techniker. Oh, ich mit dem. Nee, warte, Blödsinn. Ich muss ja. Ich muss hier mit dem anderen Krafti anfangen, bevor sie hier denkt, sie müsste irgendwie was anderes tun, was es soll. So, ja. Wasser gegen Wasser. Ah. Nee. Der andere hat ein bisschen mehr Muskelmasse am Popo, der kriegt da das besser hin. Verfehlt. Okay, Boah. Was macht sie denn jetzt eigentlich? Das ist alles keine Lehmbehandlung, das ist Angriffsreduzierung ist das, glaube ich, was sie da jetzt uns angehangen hat. Ich meine nicht, dass die jetzt mit Stärke angreift. Auf Schnelligkeit tippen. Verfehlt. Ich wollte noch die Kinship mitnehmen, deswegen.
Okay, das kann ich vergessen. Du hast... Doch, du hast das... Oh. Du hast schon was anderes sogar im Programm. Also, dann machen wir das anders. Du kriegst die Fallgrube, kriegst du da hingeklatscht. Und ich hoffe, dass das mein Monsti schützt. Geht nicht in die Falle. Das funktioniert anscheinend nur, wenn sie auf mich zurennt. Dammit. Kann mein Monster nicht schützen. Oh, WoW. Oh, WoW. Ja. Hätte ich am Anfang machen müssen. Da hätte ich mir das Ganze hier ein bisschen erspart. Geil. Doppelt. Also, die Umgebung müsste ja nach so einem Kampf aussehen wie Sau, ne? Achso, nee, warte mal. Jetzt ist er ja wieder normal. Jetzt ist er in Ordnung. Jetzt könnte er ja eigentlich wieder seine ganz normale Kraftattacke machen, oder? Hm. Wollte ich abschlagen. Sauer. Gut. Nehmen wir ein anderes Monsti. Okay, du darfst. Dem rutscht das Sattel durch die... Dem flutscht das Sattel durch die Gegend. Gab's fest. Wow, ohne ein Herz zu verlieren. Das war aber ein bisschen knapp, weil so sehr am Wutz hier festzuhalten, war nicht so eine clevere Idee. Aber ich wollte unbedingt die Kidschimp mitnehmen. Ne? Also, das ist... war ich ein bisschen stur. Hätte böse ausgehen können für Monsti. Oh, muss man ein bisschen nachtanken. Ja, wohl komm, sei es drum. Also wenn man schon, ne, also alles abhaken, was geht.
hier so tänzelt. So ein bisschen angetrippelt kommt. Was wie wo warum? Bist du ein bisschen durcheinander? Malmzeit. Bin mal gespannt. Du machst ja auch nicht so ganz ohne. Ich glaube, die war auch empfindlich gegenüber Strom. Habe ich aber nicht. Immer die. Mich im Visier. Ich glaube, dann würde ich doch eher gegen sie gehen, statt den Kleinen da. Macht's ein Piep. Ja.
Und jetzt reiten mit Eisrüstung. Okay. Das ist neu. Okay. Uah. Ernsthaft, das sieht so unangenehm aus, als würde er gleich platzen. Da laufen Filme in meinem Kopf ab, die sind richtig unschön. Richtig unschön sind die. Okay, ich vermute, jetzt macht er Kraftattacken. Oder? Also die zwei sind davon überzeugt, dass er Technikattacke macht. Gut, wenn du meinst, probier mal. Ich folge euch. Ne? Okay, jetzt würde ich vermuten, er macht wieder ganz normal Taktik. Oh, nee, Quatsch, er ist ja ein Geschwindigkeit. Ah. Ai, ai. Oh ja, okay. Ich sehe die grüne Schuppenfarbe und denke mir, Taktik. Also Technik, nicht Taktik, aber du weißt, was ich meine. Solange mein Monsti weiß, was es tut. Hi, Karamba. So, wie geht's euch? So, lala. Gut, gut, gut. Wo sind wir denn hier? Den da wollte ich noch mitnehmen. Wow. Ein Ruffalos. Den haben wir ja nur ein einziges Mal gekämpft und das auch nur, weil wir mussten. Und vor allen Dingen gegen einen, den ich selbst trainiert hatte. Das war schon bitter. Warum machten die alle bitte schön Kraftangriff? Der Einzige, der schlau genug ist zu wissen, dass das ein Krafti ist, ist der Armer.
Ja, ich meine, gut, ihr wollt den von hinten angreifen. Oder ihr greift die Mücken an. Das kann natürlich auch sein. Dass die Mücken im Visier haben. Apropos, habe ich die eigentlich schon abgehakt? Ja, habe ich. Klasse. Die Mistviecher haben mich alle im Visier. Gut, hab nur noch eins mich im Visier. By default. Okay, einwandfrei. Sehr schön, danke. Du Stinkbock. Mhm. Rache. Er macht irgendeine komische Attacke, weil er keinen von uns wirklich im Visier hat. Deswegen macht meiner plötzlich was Kraftmäßiges, ne? Hm. Der hat... Ein Tweety hat was vor. Ah. Dass ich aber auch immer so ganz knapp vor... Objekt abbrechen stehe. Ah, okay. Warte. Da war was mit Blitzbombe, wenn die fliegen. Ha, geil. Ich hab was gelernt. Kritisch. Stusch. Ja, geil. Wow. Jetzt ist er sauer. Und er hat ein bisschen Babsel im Gesicht. Teile abgebrochen. Wow, cool. Noch ein Kindchip. Oh. Nee. Obwohl, warte. Macht der denn jetzt eine Taktik oder macht er eher Geschwindigkeit? Ah. Ich würde drauf tippen, dass er jetzt tatsächlich Geschwindigkeitsangriff macht. Ah. Nein! Shit. Komm, er ist doch schon am Jammern, der arme Kerl. Komm her, wir lösen ihn. Ja. Wow. Das war schon cool. Hat mir gerade eben sehr gut gefallen, gegen den zu kämpfen. Ist ja im Grunde genommen auch was Neues gewesen, ne? Wo stehe ich denn hier, ne? Dass der mir da von hinten...
Da hinten latscht er. Das ist ein. Ich kann es mir nicht merken, was gegen was der allergisch ist. Gegen Drachenattacken ist er nicht so. Der fängt an mit Kraft, dann macht er Geschwindigkeit und dann macht er Taktik. Technik. Gut. Das ist. Kurz den hier, das Frettchen. Dreht er sich gleich um? Mir tut's Öhrchen weh. Ich hab mal wieder den Kopfhörer zu lang auf. So. Okay, er macht von Anfang an das, was er soll. Dann wird er auch dafür belohnt, indem wir ihn mitschleppen. Was? Skadusch. Warte, warte. Hab ich. Ach, das ist tatsächlich auch ein Drachenhammer. Dann machen wir das. Oh! Der fängt mit Geschwindigkeit an, der Sack. So haben wir aber nicht gewettet. Die Stinkmeuchel hält sich nicht an den Plan. Geil. Macht er jetzt Kraftattacke? Dammit. Er ist doch aber ein Krafttier. Warum fängt der bitte schön mit Geschwindigkeit an, der Stinki? Ist noch sauer. Falsche Waffe.
Okay, jetzt ist Technik angesagt. Jetzt brauche ich ein Kraftmonster. Der ist empfindlich gegenüber Wasser, soweit ich weiß, ne? Ich habe keinen Wasserhammer dabei und auch nicht den Wasserbogen. Ich habe einfach nur die stärksten genommen. Yay. Noch ein Fetzelchen. Weggespült. Ich hoffe ja wirklich, dass das hier mich nicht in Sicherheit wiegen möchte. Dass diese Chain, dass diese Kampfkette, die ich hier absolviere, dass die dann nicht am Ende sagt, nee, 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 war alles nur Aufwärmen für so richtig fetzigen Untergang. So. Okay, ihr habt zwei Stück nebeneinander. Ich bin mir echt mal gespannt, wie das gemeint ist. Ob da tatsächlich... Na komm, das eine hutzlige Blümchen nehmen wir noch mit, ne? Nehmen wir noch mit. Hier ist gleich nochmal so ein... Ja, genau der. Hab jetzt keine Zeit für dich, Schnuffel. Ach du Dreck, was ist das denn hier? Was? Ah, das ist so ein Türkis, so ein Cyan-Raphalos. Was ist das andere? Der sieht ein bisschen anders aus als der da vorne. Der da ist so schön knallerot. Was bist du? Greifen die gemeinsam an? Das wäre ja heftig. Das wäre ja echt heftig. Oh. Also ich glaube, da würde ich doch gerne nur einen erstmal schnappen. Huh. Mit meinem Nagakuga könnte ich das vielleicht sogar hinkriegen. Ach du meine Fresse. Nein! Oh Gott, oh Gott. Ach du Scheibenkleister. Der ist mir so... Weiß gar nicht. Pink? Brombeer? Oh, wow, 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 wow. Ach du
Meine Güte. Okay, wir konzentrieren uns am besten auf einen. Puh. Verzeihung. Wow. Okay, nee. Also, ich möchte doch wirklich, dass du tust, was ich brauche. Es sei denn natürlich, die haben ganz andere Attacken. Dann sind wir ziemlich im Eimer. Okay, 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 okay. Oh Mann. Der andere macht Geschwindigkeitsangriff. Ach du Dreck. Der hält sich nicht an den Plan, der da. Ah, alle beide. Oh, meine Fresse. Geil, alle beide getroffen. Okay, der könnte vielleicht ein bisschen durch Strom verhindert sein. Ja, ja, er hat ein paar leichte Nervenschmerzen. Am Kerl. Oh, der hat aber eine geile Farbe. Guck dir mal die Flügel an. Die sind ja grün. Die sind ja nicht türkis. Oh. Das ist das, was ich gesagt habe. Bei dem Koop-Partner, den ich da hatte, der Sven, der hat mir da so ein paar gezeigt. Und ich dachte nur so, mein Stall ist zu klein. Gut, jetzt sind 500 Plätze frei. Also nicht, also 500 Plätze maximal. Es könnte knapp werden, aber das reicht schon. So, wie war das? Wer hat mich hier im Visier? Der hat mich im Visier. Das heißt, ich werde meinem Monsti sagen, was es zu tun hat. Oh. Das funktioniert nicht. Boah. Gut, dann machen wir das anders. Ein anderer Augenfarben. Der hat blaue und der andere hat orangefarben. Geil. Oha. Was tust du? Was machst du? Was bist du? Wer wo? Gut, dann nehmen wir dich. Geil, alle beide eingestromert. Lassen Dunst, was der da tut. Er macht Kraftattacke, aha. Wenn er stinkig ist, macht der Kraftattacke. Wow. Ui. Okay, der hat mich im Visier. Das heißt, ich mache hier jetzt mal locker flockig eine Blitzbombe auf den da. Danke. Ja, kritisch.
Pfeil. Einmal mit dem Schweif durchs Gesicht geschmettert. So. Der ist definitiv immer noch auf Kraft ausgelegt. Beide. Und die Kitchen voll. Ja, geil. So, dich haben wir ein bisschen vernachlässigt. Weil du so unberechenbar warst. Ah ja, sie hat kein Chip. Sehr schön. Mein Frettchen und ich, wir werden den jetzt ein bisschen heimleuchten. Oh, nein, er macht Geschwindigkeitsattacke. Oh, er ist ja nicht mehr stinkig, deswegen. Ja gut, kann mir aber auch egal sein. Könnte ja sein, dass wir da gleich doch noch eine Kinship zusammenkriegen. Was ist denn das da? Magenta oder was? Ah ne, Quatsch. Der heißt tatsächlich Rosa Raffia. Raffalos. Ne, was? Doch, Raffian ist es. Ach so, der hat ja ein Spitzbärtchen. Genau, ist ja... Ey, ich denke immer, das sind Mädchen und das andere ist sozusagen die männliche Version. Also die Raffalos sind die Männchen und sie ist das Weibchen. Dabei ist es ja sind ja zwei verschiedene Rassen, so wie ich das verstanden habe. Aber ich habe das immer so im Kopf. Nee, der ist ja noch verstromt. Das heißt, er macht Technik. Dann komm, ich brauche eine Technik, so. Das machen wir besser so, sonst kostet es vielleicht doch noch mal einen Schnucki. Das wäre doof. Das wäre richtig doof. Lieber keine Dummheiten machen. Zack's. Oh, er hat ein bisschen was abbekommen. War einwandfrei. Kann sich nicht wehren. Dass wir beide nicht mehr gemeinsam angreifen, wundert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Passt farblich zum Bärsch. Partnerin, wer hätte gedacht, dass es hier so viele große Monster gibt? Was für Prüfungen uns wohl als nächstes erwarten? Finden wir raus? Lass uns der Femelin Bericht erstatten. Ja. Oh, vielen Dank. Okay, ich würde jetzt aber sagen, ich speichere jetzt, weil wow. Wow, fast 3 Stunden. Wow.
Das war schon heftig jetzt. Also, es war ein bisschen anstrengend. Hoi, Karamba. Karamba. Gut, okay.